mir gerade aus dem Busch heraus und ich möchte die Frage beantworten, kommst du überhaupt auf die Gamescom? Und ob ich da so ein kleines Treffen machen werde. Und ich habe mir gar nicht so richtig viele Gedanken darüber gemacht. Ich war vor 2 Jahren schon mal auf dem Video Day. Das war in der Luxnext Arena. Und ich kann euch sagen, ne, ich fand es mega geil, aber das Problem war einfach, dass die Schlangen zu lang waren. Und ja, es hat nicht so viel Spaß gemacht, wie ich gedacht hätte. Aber es war eine coole Atmosphäre da, ne? Und ich möchte so, ich hoffe, dass es bei der Gamescom auch so ist, weil ich war noch nie auf der Gamescom. Und da ich ja noch 16 bin, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sich das richtig lohnt. Weil man kann die meisten Spiele halt nicht spielen. Und ihr könnt hier gerne dazu sagen, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Würde mich mega gerne interessieren. Und was ihr auch von Game of Thrones haltet. Denn bald kommt ja die 5. Staffel raus. Und ich werde mir die auf jeden Fall reinballern. Und hier habe ich ein Paket mit dabei. Ich gehe gerade nach Hause. Da ist Dragon Ball Z drin. Dragon Ball war mega geil. Im letzten Part habe ich da so ein bisschen drüber geredet. Und wie gesagt, zieht euer Ding durch. Ich sag das immer wieder. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen fremd. Ich meine, ich bin hier in England. Ich habe ja angekündigt, dass ich nach England fahre. Oder ich habe gesagt, dass ich in den Urlaub gehe. Und wie gesagt, ne? Boy, wo war ich stehen geblieben? Ich war bei der Gamescom stehen geblieben. Ich werde jetzt hier so ein bisschen Real Talk machen, wie immer. Und ihr seht selber, ne? Ich kann euch ja so ein bisschen die Gegend zeigen. Hier sind viele Leute. Aber mir ist das jetzt scheißegal. Ich wohne hier sowieso nicht. Und es ist ganz wichtig, ne, dass ihr mal so drüber nachdenkt. Ne. Vielleicht sind da Leute da draußen, die auch mal sowas machen möchten. Einfach draußen ein Video machen. Und macht das bloß nicht zu Hause bei euch im Park. Macht das, wenn ihr irgendwie in einer anderen Stadt seid. Ne. Also ich höre so ganz leise noch Musik, ne? Aber macht das wirklich, also vor allem Follow Me Arounds, macht das nicht in eurer eigenen Stadt. Es sei denn, ihr wohnt irgendwo in Köln oder so. Ich würde das jetzt nie, würde ich jetzt zum Beispiel in Würzburg oder so wohnen, würde ich vor allem als Let's Player oder was auch immer, würde ich da kein Follow Me Around machen. Deswegen wollte ich nur nochmal sagen, also ja. Und wie gesagt, da hinten ist so eine Tennisanlage. Da kann man Tennis spielen. Tennis soll mega geil sein. Ich habe es nur einmal bis jetzt gespielt. Und ich habe fast einen Tennisarm bekommen. Aber wie gesagt, es ist Freitag. Die Luft ist geil. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie es in Deutschland so ist. Ich habe jetzt nicht in den Wetterberichten nach dem deutschen Wetter gegoogelt. Aber mir ist das eigentlich scheißegal. Da scheint die Sonne, da spielen die Kids und ja, ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Gleich werde ich den 3. Part drehen und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von Game of Thrones haltet. Würde mich mega gerne interessieren. Ciao.